Ein subjektiver Wochenüberblick. Weil das Spätere drauf aufbaut, Russland zuerst, Spief. In St. Petersburg hat dieses internationale ökonomische Forum, Spief abgekürzt, stattgefunden. Im Zuge dessen hat der Putin 3 Stunden vor internationalen Journalisten Fragen beantwortet und dann später vor dem Diplomatenpersonal eine Stunde oder anderthalb, was der gequatscht hat, eine Rede gehalten. Da hat er Friedensbedingungen oder Verhandlungsbedingungen formuliert, die so ziemlich genau das sind, was beim Kriegseintritt Russlands als militärisches oder politisches Ziel des Krieges vorgegeben wurde und was in Istanbul im April 2022 praktisch schon unterschriftsreif war. Das hat er im Prinzip wiederholt. Dann irgendwelche russischen Kriegsschiffe, die sind jetzt in Kuba und machen dann weiter nach Venezuela. Und Russland will in Niger Militärstützpunkte hinsetzen. In Moskau an der Börse werden Euro und Dollar nicht mehr gehandelt, nur noch im Interbankenhandel. Und das macht die Preisentwicklung undurchsichtiger und erhöht die Kosten. Das ist wohl eine Folge der Sanktionen. In Italien fand der G7-Gipfel statt, der sieben größten Industrienationen. Anwesend waren unter anderem Herr Zelensky und Frau von der Leyen. Ja, was die mit den 7 größten Industrienationen zu tun haben, gut, ich lasse das mal so stehen. In der Schweiz fand eine sogenannte Friedenskonferenz statt. Die Vertreter aus den BRICS-Staaten haben nicht unterschrieben. Irgendwie 2 haben noch die Unterschrift nachträglich zurückgezogen zur Abschlusserklärung. Und der Guterres hat abgesagt. Der UNO-Generalsekretär, der war offenbar der Meinung, dass das jetzt, sag ich jetzt mal, nicht repräsentativ für die Weltgemeinschaft ist. Warum auch immer, der war jedenfalls nie da. Deutschland. Wir haben den Zelensky im Bundestag, 16 Minuten Rede, BSW war nicht dabei und die AfD teilweise nicht dabei. Dann eine Panzerreparaturfabrik ist schon in Betrieb in der Ukraine, da werden irgendwie Marderschützenpanzer repariert und das ist der Auftakt zum weiteren Ausbau dieser gedeihlichen Beziehung. Dann Hans-Werner Sinn hat eine Rede gehalten und von einer erzwungenen Deindustrialisierung gesprochen. Und irgendein anderer von dieser herrschenden Klasse hat auch irgendwas gesagt, was kontrovers diskutiert wurde in der Öffentlichkeit. Der Pistorius hat zur Wehrpflicht sich gedacht, alle 18-Jährigen kriegen einen Fragebogen. Und wenn du dein Kreuzchen an der richtigen Stelle machst, wirst du bevorzugt behandelt, wenn jetzt Personal für die Front gesucht wird. Dann hat ein gewisser Sigmar Gabriel, ehemaliger Außenminister, kurz zur Person, er engagiert sich politisch bei der Atlantikbrücke, beim Club of Rome, Deutsche Gesellschaft, bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, und beim Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft, VIK. Der Mensch ist also hoch vernetzt und was der erzählt, ist keine Minderheitenmeinung. Der hat gemeint, Russland gilt es niederzuringen wie die Sowjetunion. Und falls die Ukraine verlieren sollte, bei der Frage, ob jetzt deutsche Truppen zum Einsatz kommen, hat er gesagt, gegenüber Putin kann man in dem Bereich nichts ausschließen. Also so direkt Soldaten hinschicken hat er nie gesagt, aber als Pokerverhandlungsmasse will er nichts ausschließen, so deute ich das. Aber naja. Und die Firma Wacker Chemie hat zusammen mit der Firma Corden Pharma, die wollen sich im Bereich mRNA-Technologie engagieren. Die bauen in Halle ein Kompetenzzentrum. Wer eine Suchmaschine benutzt, der findet Karrierechancen, Möglichkeiten. Wacker Chemie sucht Leute. Und Ernst Wolf hat gemeint, für Fleisch soll der Mehrwertsteuersatz von 7% auf 19% steigen, um die Zukunftstechnologie des Laborfleisches zu fördern. Aber das ist irgendwas über die Zukunft. Ob das so kommt, wer weiß. Womit wir beim beliebten Thema Biosicherheit wären. Allerorten hören wir über die Welt verteilt Vogelgrippe und afrikanische Schweinepest.
Das ist die große Bedrohung für die Biosicherheit. Die Vogelgrippe heißt jetzt H5N2. Ich erinnere an eine Arte-Doku. H5N1 antwortet nicht. Wer es noch nicht gesehen hat, das nachholen. H5N1 antwortet nicht. Die aktuelle Version heißt H5N2. Und da werden Leute, die gestorben sind oder im Sterben liegen, getestet. Und wenn der PCR-Test positiv ist, haben wir einen Fall. Und sowas kommt weltweit vor. Wer weiß, was als nächstes passiert. Die EU hat 40 Millionen Dosen Vogelgrippe-Impfstoff bestellt für Finnland. Das ist schon mal ein Fortschritt. Die australische Firma CSL baut ihre mRNA-Kapazitäten aus, also die machen das so wie Wacker Chemie. Und in Australien wurden 500.000 Hühner gekeult, wahrscheinlich weil irgendwelche Tests positiv waren. Das heißt also, die Biosicherheit geht voran und mRNA, man kann es auch moderner aussprechen, ich habe mal den Börsenchart geguckt, 50%, also die sind vom April bei 100 bis heute 140 und zwischendurch mal bei 150. Das scheint sich also um eine Zukunftstechnologie zu handeln. mRNA ist die Zukunft. Jedenfalls die Börse nimmt das bei Moderna vorweg. Und jetzt noch ein paar vereinzelte Meldungen. Multipolar berichtet, ein gewisser Peter Daszak, der bei der Eco Health Alliance sich einen Namen gemacht hat, der soll laut Multipolar seit 2015 CIA-Agent sein. Ja, wen es interessiert, einfach bei Multipolar nachgucken. In Bayern wird ein Lager gebaut für die Gefahr zukünftiger Pandemien. Nicht verwechseln, nicht für Menschen, sondern für Dinge. Da werden also irgendwelche medizinischen Sachen gelagert. Und die wollen das so rotieren, dass es nie verfällt, dass man es wegschmeißen muss, sondern ja, und was ist ich für. Dass man es vorrätig hat. Wer weiß, ob eine Pandemie kommt? Überraschend. Pandemien kommen ja überraschend, wir wissen das. Reuters hat berichtet, das Impfpräparat Sinovac aus China, das wurde schlecht gemacht vom Pentagon. Das hat also eine Desinformationskampagne gemacht, um dieses chinesische Impfzeugs da schlecht zu machen. Hat Reuters berichtet, dass das Pentagon das zugegeben hat, dass sie so eine Desinformationskampagne gemacht haben. Dann der Ex-BlackRock-Manager Edward Dowd, der behauptet, 33 Millionen Menschen, das sind 10% der US-Bevölkerung, ist impfgeschädigt. Wenn es interessiert, Edward Dowd, DOWD, der hat das behauptet. In Pakistan sollen demnächst wegen 4 Fällen alle Kinder, und zwar 16,5 Millionen Kinder, gegen Polio geimpft werden. In den Philippinen gab es im Repräsentantenhaus eine Anhörung, und da wird gesagt, es gäbe eine Übersterblichkeit von 300.000, hauptsächlich wegen einer Impfung. Und es gibt 1 Million weniger Geburten als sonst. Ich habe das nie überprüft. Wer es genau wissen will, Repräsentantenhausanhörung in den Philippinen, da wurde über sowas gesprochen. China und Venezuela haben eine sogenannte Allwetterpartnerschaft gegründet. Ich lasse das mal so stehen. Die Tagesschau will jetzt in einfacher Sprache berichten. Ja, wenn das dem Verständnis hilft, was die so erzählen, warum nicht? In Japan haben wir eine Fertilitätsrate von 1,2 Kinder pro Frau. Also, dort geht's voran. Jemen hat einen Frachter bombardiert, und zwar einen ukrainischen Frachter unter polnischer Flagge. Und Spekulationen, die ich nicht überprüft habe, behaupten, dass das an eine Rüstungsfabrik in Italien geht. Irgendwie dort wären Baustoffe auf dem Frachter gewesen und der hätte gebrannt und ja, wofür auch immer der gedacht war. Jedenfalls diese Ansar-Allah-Bewegung hat da irgendeinen Frachter unter polnischer Flagge bombardiert. So, Rod Stewart,
Der irische Musikant hat in Leipzig ein Konzert gegeben und hat vor einer riesengroßen ukrainischen Flagge, die wurde gezeigt, und dann ein Riesenporträt von dem Herrn Zelensky. Und davor hat er salutiert mit militärischem Gruß, also hier. Und da gab es so Hälfte Buh und Hälfte Beifall. Auf der Stauffenberger Allee hat die Morgenpost berichtet, da öffnet jeden Montagmorgen irgendein Büro, wo die Fernfahrer irgendeinen Zettel brauchen. Und weil die da so lange warten müssen und es kein Klo gibt, kacken die dort in die Gegend. Also beim Spazierengehen aufpassen, hat die Morgenpost berichtet. Junost hat berichtet, ein gewisser Michael Oertel.com, Oertel mit OE, der macht zurzeit in Sachsen eine Ausstellung zu Zeitzeugen vom Zweiten Weltkrieg. Ich wollte es nur mit erwähnen, weil ich habe die Sendung geguckt, Junost, und das klingt alles ganz vernünftig, dass man sich mal so in die Zeit da hineinversetzen kann. Dann Kann ich ja mitmachen. ja, was das Land bewegt, irgendwelche Messerattacken. Telepolis berichtet, 24 Messerattacken pro Tag gab es letztes Jahr. Und jemand anders berichtet, in Berlin gab es letztes Jahr 111 Gruppenvergewaltigungen, da scheint es ja wohl hoch herzugehen. Und 54% der Täter haben keinen deutschen Pass. Die EU will jetzt alles überwachen, oder die EU-Kommission will jetzt die Überwachung verbessern. Da wird wohl einiges angeleiert. Und zur Frau Witschel haben andere was zu sagen. Lothar war ja dabei. Und der Rausschmeißer ist Pschewalski. Mit diesem Wort will ich den Wochenüberblick beenden. Kasachische Pferde wurden aus den Zoos von Berlin und Prag nach Kasachstan in die Wüste, in die Steppe, pardon, in die Steppe verfrachtet, um sie dort wieder anzusiedeln. Und diese Pferderasse heißt, oh nein, diese Pferdeethnie, die heißt Pschewalski. Vielen Dank.